Das Panasonic Leica 45mm Makroobjektiv ist eines meiner absoluten Lieblingsobjektive für Micro Four Thirds Kameras. Es hat eine gute Brennweite, Bildstabilisierung und eine sehr gute Bildqualität. Und deswegen hatte ich das Objektiv neulich mit dabei, als ich mit ein paar Freunden in den Bergen unterwegs war. Anhand der Aufnahmen, die ich gemacht habe, will ich euch jetzt zeigen, was mir an dem Objektiv gut gefällt und was mir vielleicht auch nicht so gefällt. Viel Spaß! Handling. Das Objektiv fühlt sich sehr wertig und stabil an und der Fokusring ist sehr leichtläufig und hakt oder klebt nie. Das ist für Schärfefahrten sehr angenehm. Leider handelt es sich hier um ein Focus-by-Wire-System, aber das ist man von den meisten Micro Four Thirds Objektiven gewohnt und fällt meistens nicht stark ins Gewicht. An der Seite befinden sich zwei Schalter, die Bildstabilisierung Mega-OIS und der Fokusschalter. Schaltet man den Fokus auf Limit, wird der Fokusbereich in der Nähe begrenzt und man muss nicht so lange am Fokusring drehen, um die Schärfe zu ziehen. Stellt man dann auf Full, kann man das Objektiv auch für Makroaufnahmen verwenden und die Schärfe in der Nähe genauer einstellen. Bildqualität. Die Naheinstellungsgrenze des Objektivs liegt bei etwa 10 cm und liefert tolle Ergebnisse im Makrobereich. Die Bildqualität ist, wie ihr sehen könnt, hervorragend. Gestochen scharfe Bilder, Top-Qualität. Nur bei Fotos, die gegen die Sonne geschossen werden, können an den Kanten Verfärbungen, sogenannte chromatische Aberrationen, entstehen. Beim Filmen macht sich das allerdings kaum bemerkbar, weswegen dieses kleine Problem nicht weiter ins Gewicht fällt. Brennweite. Die Brennweite von 45mm bedeutet an einer Micro Four Thirds Kamera in etwa ein Kleinbildäquivalent von 90mm. Dadurch ist die Linse nicht nur für Makroaufnahmen geeignet, sondern liefert auch tolle Porträtaufnahmen. Da die maximale Offenblende bei f2.8 liegt, kann man einen wunderbar unscharfen Hintergrund erzeugen. Schaut euch dieses schöne Bokeh an. Stabilisierung. Bei höheren Brennweiten wird das Filmen aus der Hand schwierig, wenn man die Aufnahmen nicht absolut verwackeln will. Zum Glück hat das Objektiv eine eingebaute Bildstabilisierung, mit der man auch aus der Hand sehr smoothe Aufnahmen hinbekommt. Sobald man sich allerdings zu sehr bewegt und zum Beispiel so wie ich hier einen Berg raufwandert, ist der Stabi dann auch überfordert und das Ergebnis sieht dann so aus. Nichtsdestotrotz ein hilfreiches Feature, mit dem man in den meisten Situationen ein recht ruhiges Bild hinbekommt. Verarbeitung. Das Objektiv ist, wie wohl alle aus der Panasonic Leica-Reihe, sehr gut verarbeitet. Der Body ist aus hochqualitativem Kunststoff und der Anschluss aus Metall. Das Einzige, was mich gestört hat, bei meiner Version ist das Plastik an den Einstellungsschaltern locker geworden und hat sich gelöst. Das ist zwar mit einem kleinen Stück Teser schnell behoben, sollte aber bei einem Objektiv dieser Preisklasse nicht passieren. Getrübt hat das meine Meinung nur minimal und ich bin insgesamt mit der Qualität sehr zufrieden. Zuletzt noch der Preis. Das Objektiv hat einen stolzen Preis von rund 650 Euro. Wem das zu teuer ist, der kann auch zum 30mm Makroobjektiv von Panasonic greifen. Das gibt's schon für unter 300 Euro und liefert auch eine ordentliche Qualität. Habt ihr ein etwas größeres Budget oder findet vielleicht ein gutes Angebot auf eBay, dann wäre das Leica 45mm meine Wahl. Insgesamt ist das Leica 45mm eins meiner Lieblingsobjektive für Micro Four Thirds. Großartige Makrofähigkeiten, die Brennweite, Bildstabilisierung und eine Blende von 2.8 liefern tolle Ergebnisse. Die Bildqualität kann sich wirklich sehen lassen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt etwas besser Bescheid und dass euch das Video geholfen hat. Für mehr Videos zu Kameras, Video und Sound könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ansonsten war es das wieder von mir. Macht's gut, bis bald. Ciao. Dieser junge Mann hier ist übrigens mein Kumpel Fabi. Der hat auch einen YouTube-Channel zum Thema Kameras und Videografie. Schaut gerne mal bei ihm vorbei.